Früher, wenn du einen Fender, einen Marshall, einen Vox Sound haben wolltest, musstest du dir einen Fender, einen Marshall, einen Vox Verstärker kaufen. Boah, Verstärker kaufen, immer weiter, der ganze Platz, das ganze Geld, kann man da doch anders machen. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Bastels Welt. Heute wollen wir mal gucken, was man alles anstelle von einem Verstärker benutzen kann. Viele Hersteller bauen viele Verstärker und wenn ich verschiedenste Sounds haben will, da brauche ich ganz viele, viele Verstärker. Früher mussten Studios oder Gitarristen alles mögliche an Amps kaufen. Ich meine, Amps kaufen ist schön, mit Verstärker spielen ist schön. Aber so Mitte, sagen wir mal so Ende 90er, da kamen wir auf die Idee, so Digital Amp Modeling. Ich erinnere mich, so 1997, da war gerade die Metallica, die Reload raus. Da saß der kleine Wastel in so einem Gitarrenladen, in so einem Testraum mit so einer Gibson Paula und war sich da der Memory Remains am Zusammenschrabbeln. An so einem Johnson Millennium Verstärker, ja? Der Johnson Millennium ist somit das früheste Digital Modeling Ding, woran ich mich zumindest erinnern kann. So ein Ding war früher unglaublich teuer. Das Ding hat 4000 Mark gekostet. Also das kann man sich ja nicht vorstellen. Dann so späte 90er, frühe 2000er ging das los mit so einem Line 6 Pot. Der erste Pot, da hat man damals gesagt, boah, die erste neue Erfindung im Medium Gitarre seit der Strat, ja? Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Line 6 Port, fortschreitende Generation, Johnson, J-Station, Digitech, Genesis und so weiter und so fort. Und bevor wir uns jetzt 20 Jahre Geräte reinkloppen, gucken wir einfach mal, was ist denn heutzutage so die Krönung der Schöpfung. Jetzt muss man mal sehen. Digital Amp Modeling, das heißt ein normaler Gitarrenverstärker. Der besteht ja aus dem Amp. Wir haben also eine Vorstufe, englisch Preamp, eine Endstufe, englisch Power Amp. Wir haben das Gehäuse und wir haben den Lautsprecher. Und alles an so einem Gitarrenverstärker ist dafür gemacht, einen eigenen Klang zu haben. Das heißt, wir kennen ja auch die verschiedenen Lautsprecher. Ein Celestion Vintage 30, ein Greenback, ein Blue Alnico und so weiter. Alles an so einem Gitarrenamp ist dafür gemacht, einen bestimmten Sound zu haben. Wenn wir jetzt so Multi-Effekt-Geräte in Anführungsstrichen haben, sagen wir mal, so einen klassischen Port, so ein Boss GT, unser Moore und unser alles, was dazu geben kann, das sind in erster Linie alles Preamps, also eine Vorstufe. Ja? Das heißt, das Ding alleine wäre jetzt nicht fähig, einen Lautsprecher zu betreiben, da bräuchten wir eine Endstufe zwischen. Und diese Vorstufe, dieser Preamp, der simuliert nun die Klangcharakteristik eines bestimmten Gitarrenverstärkers. Das heißt, ob Knopfdruck, hast du eine Mesa Rectifier oder eine Marshall oder eine Fender, alles was du willst. Und das dann gepaart mit einem Multi-Effekt-Gerät. Das heißt, so moderne Gerätschaften sind quasi als eigenständiges, quasi verstärker Ersatzprodukt erstmal zu sehen. Klar kannst du das auch mit einem Amp machen, aber der eigentliche Sinn und Zweck kommt erst richtig gut rüber, wenn man das anstelle eines Gitarrenverstärkers benutzt. Deswegen gucken wir jetzt mal, was es so anstelle eines Gitarrenverstärkers gibt. Boss, wir erinnern uns an GT3, GT5, dann ging es weiter GT6, GT8, GT10, GT100, GT1000. Ja? Das heißt, Boss, GT-Serie, fortschreitende Produktgeneration, Line 6, die Pötte, Pot, Pot 2, Pot XT, Pot X3, Pot HD, HDX und so weiter, Full Definition, High Definition, das ist Blödsinn, wir sind bei Fernsehen, ne? Wir müssen also sehen, viele Hersteller bauen viele Produkte und bevor wir jetzt hingehen und jedes Multi-Effekt-Gerät in einem Preisbereich von sagen wir 50 Euro bis in 1000, 1500 rein, müssen wir mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wir wissen also, fortschreitende Gerätegenerationen bei Line 6, der Pod in zig Generationen und dann bei Boss, das GT in zig Generationen, GT3, GT5, GT6, GT8, GT10. Das war beim Programmieren so ein bisschen, kennst du ein Raumschiff, kennst du alle. Hast du dich in die Programmieroberfläche von dem GT6 reingefuchst, konntest du so auch das GT8 bedienen, konntest du so auch das GT10 bedienen. Und beim GT100 war alles wieder von neu lernen. Ne? So ähnlich bei den Pötten auch. Du hast halt eben ein Gerät, du hast eine Menüstruktur am Gerät, du hast immer eine USB-Schnittstelle, hast immer Software-Content vom Hersteller, kannst einen Editor zum Programmieren benutzen oder die Knopfübersicht am Gerät. Und dann muss man sich vorstellen, früher war das so, digitales Amp-Modeling, also hast du ja einen
Verstärker als Vorstellung, sagen wir mal, so einen Mesa Boogie Rectifier, so einen Engel, so einen Diesel, irgendwas. Und dann ist das ja quasi the power of marketing zu sagen, dieser verzerrte, krasse Sound, das ist jetzt kein High-Gain-Distortion, das ist ein Rectifier. So könnte man sich die Anfänge vorstellen. Das heißt, du hattest anfangs beim Modeling so einen Amp innerhalb dessen, wie sich jemand das vorgestellt hat in seinem Labor, in seinem Studio, da, wo er den Sound dahin programmiert hat. Dann hatte man früher einfach quasi den Content in einer Büchse. Das heißt, sagen wir mal, das Produkt XY hat 20 Amp-Models, 10 Boxen-Models und 50 Effekte. Dann hast du das als Inhalt und kannst dir daraus Presets kombinieren. Also aus den Einstellungsmöglichkeiten deine Kombinationen als Preset abspeichern. Du hattest also eigentlich immer nur einen vorgefertigten Auswahlbaukasten und konntest davon jetzt deine eigenen Sounds machen. Und dann hat sich das Thema mit einem Camper verändert. Ich würde ja sagen, so ein Camper, das war das erste krasse Meilenstein-Neue danach so einem Pod. Ja? Hier ist die Grundlage dessen nicht, wie jemand sich einen Amp vorgestellt hat, sondern du nimmst den richtigen, echten Verstärker mit einem richtigen, echten Mikrofon und du nimmst den Sound einfach ab. Das nennt sich Impulsantwort. Stell dir vor, das kommt aus dem Studiobereich. Du machst einen Raum und du willst eine bestimmte Akustik herbeiführen. Du machst den Raum komplett nackelig, ja, dass da nichts mehr drinsteht, keine Möbel, kein ja nichts. Ja. Stellst in die Mitte des Raums so ein Messmikrofon. Das geht mit dem Kabel raus aus dem Raum an den Computer, der dann die Software drauf hat, das hört. Dann hast du deinen Studio-Lautsprecher. Der haut jetzt so einen Messton raus, so einen Messimpuls, der halt eben einmal alle Frequenzen, kannst du dir vorstellen, rausfeuert. Das Mikrofon, das hört, das nimmt quasi das Echo aus, also quasi Impuls-Response. So hast du dann in deiner Software ein Bild davon, wie der Raum jetzt frequenzmäßig aussieht und wusstest dann, wie du jetzt hier ein bisschen was dämmen musst, ein bisschen da, dass du das klanglich optimieren kannst. Und der Herr Camper, der hat das quasi angewandt und sich gedacht, Impuls-Response, warum mache ich das nicht mit Verstärkern? Das heißt, die Inhalte in der Kiste drin, die sind nicht, wie man sich einen Rectifier, einen Mesa, einen Fender, einen Marshall vorstellt, sondern der echte Verstärker da rein. Hier haben wir also, dass der Kunde, wenn er sich einen Profiler kauft, ja, nicht nur den Content, den Inhalt hat, der da drin ist, sondern jeder Besitzer von so einer Kiste kann selber profilen. Du kannst also dein eigenes Equipment, deinen Verstärker, die Verstärker deiner Kumpels, die Verstärker in deinem Studio, damit profilen und deinen eigenen Sound generieren. Das heißt, hier hast du nicht einen in sich geschlossenen Content, sondern das wächst immer weiter. So. Jetzt haben wir also den Camper und wissen, was der Unterschied ist. Aber der Unterschied, wir hatten für alles eine Zeit, für alles eine Mode. So späte 90er Jahre, da waren teure Preamps. Da gab es Mesa Boogie 3-Axis, da gab es Engel 570, 580. Große, mehrkanalige Röhrenamps, MIDI-fähig, die konnten Presets speichern. War ganz toll. Dann kamen so die Digital-Modeler, so Pod und so. Und die teuren Geräte, die starben so ein bisschen aus. Man wollte einfach nicht mehr 2.000, 3.000 Euro für so ein Gerät ausgeben. Das heißt, als so Pötte Line 6 Pod Boss GT in fortschreitender Generation auf dem Markt waren, dann waren das von so Herstellern wie Line 6 oder Boss Produkte in deren Oberklasse des Gitarrenprodukts fällt für so 400, 500 Euro, kann man sich vorstellen. Und dann kam der Camper daher und war als Camper Profiler mal eben bam, 1700 Euro. Das war also so eine riesige Kluft. Du hattest die traditionellen Gerätehersteller, sagen wir mal Line 6 und Boss, mit ihren Sachen. Und dann kommt der Camper und ist unglaublich viel teurer und verkauft sich auch noch wie Sau. Da musste natürlich die traditionellen Hersteller auch denken, Moment, für so eine, wie man mit einem VW Golf, sprichst du die Klientel von der S-Klasse nicht an. Das heißt, die mussten dann auch, waren gezwungen, sich aufzuwerten, krassere, coolere, teure Sachen zu bauen. Jetzt musstest du also erstmal verpacken, wie kommt es dazu, dass ein Pod plötzlich das Dreifache kostet. Das heißt, du hast einen Pod, der kostet so 400, 500 Euro und dann kommt das Helix raus und bam, ist auch 1500. Wie kriegen wir das hin? Das heißt, man musste jetzt erstmal so ein Ding schaffen, was in der Wertigkeit vom Preis her jetzt auch in die Region von so einem Camper kommt. Dann ist Line 6 als erstes los mit dem Line 6 Helix und musste jetzt auch so ein Oberklasse-Ding machen. Ne? Und natürlich dann den ganzen Markt
das ganze Marktsegment von Pod, sagen wir 4-500 bis Helix Floor 1500 mit Sachen anreichern, dass du halt eben in jeder Preisklasse auch den Kunden ansprechen kannst. Boss kam dann mit dem GT 1000, dann kam hier Headrush dabei, ja. Und alle mussten jetzt also auch von diesem unteren Mittelklasse rauf zur Oberklasse irgendwas machen. Ging also rein darum, in jeder Klasse soll es von jedem Hersteller eine Auswahl geben. Das heißt, nicht nur die untere Mittelklasse bedienen, sondern wenn jemand Lust hat, mehr Geld für sein Spielzeug auszugeben, dann wäre das ja schade, wenn die nichts für den hätten. Und dann haben wir eben gesagt, so ein Gerät, das ist jetzt ein Preamp und das simuliert einen Verstärker, das simuliert eine Box, aber irgendwo muss die Lala ja wieder rauskommen. Also gibt's von Lansix die Power Caps. Power Cap, Power Cap Plus. Quasi wie ein aktiver Monitor, nur die Geräte ja zuerst. Der Gitarrist, der jetzt so ein Gerät spielen wollte, musste ja irgendwas haben, für sich laut zu verstärken, um im Proberaum mit den Jungs zu spielen. Also hast du vorher auf PA-Monitore zurückgegriffen. Die waren jetzt aber klanglich gar nicht so toll dafür, dass du jetzt Gitarre darüber zockst, weil das ja PA, Beschallungstechnik ist. Also bist du hingegangen und hast gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Zig PA-Monitore testen? Nee, die Hersteller, die die Modeler-Kisten bauen, haben dann auch angefangen, eigene aktive Monitorsysteme rauszubringen, die passend zu ihrem Equipment sind. Also haben wir bei Line 6 für Helix und Co. Line 6 Power Caps. Wir haben bei einem Headrush die Headrush Full Range, die FR-Boxen in 8 Zoll und 12 Zoll. Ja? Und wir haben jetzt noch für den Camper in der Powered Edition jetzt auch eine Camperbox endlich. Ne? Das heißt, jetzt haben wir hier auch ein schönes Deck beieinander. Und jetzt zocken wir den Kram mal an. Thank you.
Freunde, mich interessiert brennend, wer von den Jungs hier ist euer Favorit? Und bei den alten Sachen, früher, Johnson Millennium, J-Station, ein Pod, vielleicht ein Flagstone, Digitech, GSP, Direktdinger, was habt ihr davon früher besessen? Schreibt's mir in die Comments. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Wer die Glocke noch nicht drauf gehauen hat, haut mal drauf, wenn ihr pingelt, freuen wir uns. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Wastels Welt. Klingt das wertend, was ich von mir gebe? Ich spreche sonst nicht über Geld, ne? Also Baufi können wir machen, aber ich meine nur, sonst geht's nicht darum, was das Zeug kostet, ne? Ich falle hier noch um. Rückwärts einparken, ne? Mit dem dicken Arsch, ne? Nein. Moin, Meister! Haut bitte, haut auf den. Moin, Meister!